Und wir bleiben noch in den Vereinigten Staaten. In New York wird im Laufe des Tages das Strafmaß gegen Ghislaine Maxwell verkündet. Die Britin ist ja bereits schuldig gesprochen worden, dem Multimillionär Jeffrey Epstein über Jahre minderjährige Mädchen für Sexpartys organisiert zu haben. Der Prozess gegen die heute 60-Jährige brachte die Abgründe zutage. Mit dabei auf einer Privatinsel in der Karibik waren unter anderem Prinz Andrew, Ex-US-Präsident Bill Clinton oder Bill Gates. Epstein verübte im Gefängnis Selbstmord. Aus den USA, Nancy Lanzendorfer. Der Moment der Urteilsverkündung, festgehalten von einer Gerichtszeichnerin. Ghislaine Maxwell zeigt kaum Emotionen, als es im Dezember heißt, schuldig in 5 von 6 Anklagepunkten, einschließlich Menschenhandel mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken. Maxwell, früher Star vieler Promi-Partys, hat für ihren Freund Jeffrey Epstein, einem verurteilten Sexualstraftäter, minderjährige Mädchen rekrutiert, ihm geholfen, so das Gericht in New York. Während des Verfahrens beschrieben 4 Frauen Maxwells Rolle in Epsteins Sexhandelsring in den Jahren 1994 bis 2004. Jetzt fordert die Staatsanwaltschaft, für diese ungeheuerlichen Verbrechen müsse Maxwell für 30 bis 55 Jahre ins Gefängnis. Sie zeige keinerlei Reue. Die 60-Jährige und ihre Anwälte wollen ein geringeres Strafmaß, weniger als 20 Jahre. Ihre Begründung, Maxwell sei nur ein Sündenbock für Epsteins Verbrechen, der sich in seiner Zelle 2019 das Leben nahm. Ghislaine Maxwell, einst auf Du und Du mit Berühmtheiten wie Donald Trump und Prinz Andrew, seit ihrer Festnahme vor 2 Jahren inhaftiert, seit dem Wochenende sogar in Einzelhaft wegen Suizidgefahr. Heute entscheidet die Richterin über die weitere Zukunft der Epstein-Komplizin. Maxwell könnte den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen.